Hey, na, wie geht's dir? Das freut mich doch. Das freut mich. Ja, und was ist so neu bei dir? Hab dich ja jetzt schon seit ein paar Tagen nicht gesehen. Ich meine, so viel passiert nicht in ein paar Tagen, aber ich dachte mal, ich frag mal nach, ne? Okay. Nice. Möchtest du ein Bier? Ich habe hier heute meinen aus der Heimat, ne? Vom Niederrhein natürlich, ein Bolton Alt. Ich dachte mir, ich finde einfach das Bolton Alt ist einfach klassisch. Damals schon bei meinem Urgroßvater genippt als kleiner Butschi. Und jetzt, ja, kaufe ich es mir natürlich schon seit ein paar Jahren selber, ne? Aber, ja. Ich würde sagen, ich mache mir das jetzt erstmal auf und dann erzähle ich dir mal ein paar Sachen. Na dann, auf uns. Nichts Besseres als Altbier. Aber obwohl ich Gladbacher bin, muss ich halt gestehen, dass die Düsseldorfer schon besseres Altbier machen. Das Schlüssel oder das Füchschen ist einfach. Und ja, das war gerade der Ice Truck. Hast du Bock auf ein Eis? Ja, dann lauf. Ich lauf nicht für dich. Ja, ich dachte mir. Ich erzähle dir einfach mal ein bisschen was was so bei mir die letzten Tage abgegangen ist. Und dir macht es nicht aus, wenn ich einen rauche. Perfekt. Nee, ich drehe lieber meine Zigaretten. Ich finde seit, keine Ahnung, seit einem Monat oder zwei, so drehe ich halt. Und ich mag irgendwie die normalen Zigaretten gar nicht mehr so gerne. Aber die haben so einen kratzigen, ich weiß nicht, ist nicht mehr dasselbe Rauchfeeling. Du stehst immer noch auf ASMR, wie ich annehme. Ja, ey, dann mach ich doch ein paar Sounds für dich. Und ja, du hast recht, den Garten immer offen zu lassen für jeden ist vielleicht nicht so die gute Idee, aber. Hey, sonst wärst du nicht reingekommen, oder? Ich meine, du hättest auch klingeln können. Aber ich find's einfach nice, wenn Freunde kommen und gehen. So wie als wäre es deren Zuhause. Ich meine Haustür ist natürlich abgeschlossen, ne? Aber, ne? Der Garten ist offen. For friends and family. Ja, diese Bilder die Bilder finde ich immer ganz schlimm, ne? Ich meine, soll uns Raucher schützen. Aber im Endeffekt rauchen wir eh so lange, wie wir es wollen. Ich habe von einem Freund mal gehört,
dass es irgendwie 25 Jahre dauert oder 15 Jahre, ich bin mir nicht mehr sicher. 15 oder 25 Jahre, bis das ganze Nikotin aus dem Körper abgebaut wurde. Und ab dem Alter ist halt auch, also es gibt natürlich ein gewisses Alter, ab wann, man natürlich, ja, ab wann der Körper nicht mehr so stark ist und ab wann man halt krebsgefährdeter ist. Und ich denke mal, es ist am besten, wenn man ja so mit 25 aufhört. Vielleicht, aber natürlich ist es am besten, wenn man gar nicht raucht, ne? Keine Frage. Das wissen wir beide. Aber das ist natürlich ein Thema für eine andere Stunde. Ist die Kippe. Also ich habe natürlich auch ein klassisches Big Feuerzeug, aber ich dachte mir, weil du ja ASMR so magst, nehme ich mal ein Streichholz. Ich hätte mein Bier verloren. Ja. Ach, brauchst du auch Feuer? Ja, gut. Ich hätte dir natürlich jetzt beides anbieten können. Entweder Feuerzeug oder Streichhölzer. Ich habe in den letzten Monaten immer mal wieder andere Tabak ausprobiert. So. Ich hatte am Anfang, habe ich Pueblo geraucht, den gelben. Der blaue ist mir irgendwie zu schwach. Und danach habe ich von einem Freund den American Spirit bekommen. Und also der blaue, der war mir auch ein bisschen zu locker. Also zu. Der ist halt sehr trocken gewesen schon. Sprich, die. Es hat schon gekratzt im Hals so. Und hat auch einen Nikotinschock ein bisschen gegeben. Aber war jetzt nicht so die Wahl, meine Wahl. Dann habe ich mir vor einer Woche, glaube ich, habe ich mir den von Lucky Strike, den Crafted Galapao, sowas in der Art, habe ich mir geholt. Und der war mega soft. Also, ich hatte noch nie so einen weichen Tabak in den Händen. Also, es war krass. Und jetzt habe ich den normalen Lucky's mir mal geholt. Und ich weiß nicht, welcher mir besser gefällt. Das Ding ist, der ist nicht so fluffig. Sprich, also bei dem anderen, bei diesem Lucky Strike Galapo, Crafted Galapo oder so.
Den hat man ins, ich hab den dann ins Pape getan und dann ist er so kleiner geworden. Also ich musste echt viel Tabak nehmen, damit eine normale Zigarette überhaupt rauskommt. Ich guck so gerne auf die Glut, ne? Und ja, bei dem anderen Tabak jetzt ist eigentlich ganz nice. Ich habe früher halt angefangen mit Luckys zu rauchen. Damals mit 18 hatte ich so für, ich habe für eine Woche oder so mit 18 geraucht. Aber dann hat es mich abgefuckt, dass ich hab dann, bin damals sehr oft Fahrrad gefahren und mich hat es genervt, dass ich, wenn ich keine Hand frei hatte, meine Kippe im Mund hatte und mir dann der Rauch in die Augen gegangen ist. Und dann habe ich komplett aufgehört zu rauchen. Das hat mich so genervt. Und dann habe ich jetzt vor, boah, was war das? Vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich dann wieder angefangen. Und ja, seitdem. Aber ich hatte auch Pausen dazwischen. Was hast du gesagt? Wie viel ich rauche? Also wenn ich mit dir bin, weißt du ja, dann kippen wir ein paar Bier. Und ja, dann rauche ich vielleicht ein bisschen mehr. Aber ansonsten vielleicht 4 Kippen am Tag. So, mehr nicht. Und du? Ja. Ja, es variiert, ne? Man kann das gar nicht so sagen eigentlich, finde ich. Weil dann gibt es Stress auf der Arbeit. Oder man hat Stress mit irgendwelchen Freunden oder so. Und dann braucht man sich eine, ne? Auf ganz entspannt. Ich finde sie auch echt mega entspannt. Ich meine, klar, man hört Leute im Hintergrund, aber die Vögel dabei. Ich habe echt ein Problem mit Kohlensäure. Ich habe mir noch nie durchgelesen, was hinten eigentlich draufsteht. Bolton Alt ist ein handwerkliches Brauverfahren, ist in einem handwerklichen Brauverfahren hergestellt. Obergäriges Altbier, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfenextrakt und das war's. Ich meine, es hängt uns ja allen, glaube ich, schon ein bisschen zum Hals raus, ne? Dieses Corona-Gerede, Corona hier, Corona da. Aber langsam ist es ja auch, langsam nervt es halt, ne? Also ich fand das erste Jahr war natürlich das härteste. Wir haben uns langsam dran gewöhnt. Aber jetzt auch mit der Ausgangssperre in den verschiedensten Bundesländern. Ich meine, wo macht das Sinn? Man darf sich generell ja nur mit einem Haushalt treffen. Und dann verbietet der Staat von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens rauszugehen.
finde ich ein bisschen schwachsinnig. Ich meine, das denken bestimmt viele auch, dass das vielleicht ein bisschen schwachsinnig ist, aber. Ich meine, okay, man verhindert vielleicht Treffen von mehreren Leuten, so wenn man abends halt mehr chillt. Die meisten arbeiten ja auch tagsüber. Zum Beispiel meine beste Freundin arbeitet meistens so bis 20 Uhr. Ja. 20.30 Uhr, manchmal macht sie auch Überstunden. Und dann kann man nicht mehr entspannt einen Film gucken mit einem Freund nach dem Feierabend. Und die Leute, die alleine wohnen, wie ich zum Beispiel, ja, die haben dann halt die Qual, dass man kaum noch mit Leuten wirklich chillen kann. Aber so ist das halt, ne? Es ist halt eine Pandemie. Aber ich meine, die Inzidenzwerte sollten insgesamt natürlich runtergehen. Klar, bin ich deiner Meinung. Aber ich weiß nicht, ob das so, ja, ob wir so den richtigen Weg einschlagen. Weißt du? Was? Du willst, dass wir exen? Du hast nicht gerade wirklich Ex oder Kölner gesagt. Let's go. Nice. Da kommt man doch richtig in Stimmung. Ich weiß nicht, ob du die Sachen in Amerika so verfolgst wie ich. Aber letzte Woche Samstag war ja UFC 200 irgendwas. Und die hatten einfach 15.000 Leute in einer Halle. Da waren ja drei Title Fights. Der Main Fight war ja Usman gegen Masvidal. Hatte ich mir nicht eigentlich gerade schon ein Paper rausgeholt? Ne, wir halt noch ein neues Paper. Und da waren einfach wirklich 15.000 Leute. Nicht mal Maskenpflicht. Der UFC-Präsident Dana White hat in der Post-Fight-Press-Conference ja auch seine Meinung dazu abgegeben.
Und er meinte ja, dass er hat irgendwas gesagt, wie zu, so ich versuch's jetzt mal nachzugeben, was er gesagt hat. Er meinte, da waren Leute mit Maske und die haben sich nicht beschwert. Da waren Leute ohne Maske, die haben sich nicht beschwert. Niemand hat sich beschwert. Jeder hat das so gemacht, wie er wollte. Und es war ein super Event. Und ich denke mir so, Bro, hast du den Knall nicht gehört, Mann? Ich meine, ich verstehe es so. UFC, generell, solche Events. Natürlich geiler mit Fans. Auf ein neues. Aber ich finde, es gibt auch Grenzen. Also, die Amis, ich meine, Biden hat ja gesagt, dass jeder Amerikaner, ich glaube bis Ende Mai, ich bin mir nicht genau sicher, aber boah, ich habe so viel, durchs Ächzen habe ich gerade so viel Luft im Bauch. Sorry. Ich meine, die Amis sind ein bisschen schneller als wir in Deutschland mit den Impfungen. Jetzt kommt gerade die Nachbarin raus, aber egal. Prost. Aber trotzdem, noch nicht alle haben in Amerika die Impfung und trotzdem werden, was ist da hinten denn los? Hört sich an wie eine Kreissäge. Ich meine, noch nicht alle Amerikaner haben sich impfen lassen können, ne? Und die Leute, die dann nicht geimpft sind und da sind und Maske tragen und wirklich, da ist ja auch kein Platz für Mindestabstand bei so einem Event. Da denke ich mir nur so, okay, Dana, mach was du willst, die Amis sollen machen, was sie wollen, aber im Endeffekt betrifft jedes Land die Corona-Richtlinien, die in den Ländern halt vertreten werden und die halt auch ausgeführt werden, die betreffen uns ja irgendwie auch alle global, ne? Also, wenn in Amerika die Tests oder die Zahlen nicht runtergehen und dann kann ja auch kein internationaler, ja, Travel irgendwie irgendwann mal wieder losgehen. Und mit dem blöden Healthcare System, was die Amis haben, wo man wirklich, wenn man wirklich Covid-19 hat, dann ist man ja voll am Arsch. So. Deswegen finde ich es ein bisschen extrem, dass jetzt schon solche Events stattfinden. Was denkst du dazu? Was ist deine Meinung?
Okay, ja. Stimme ich dir zu. Im Endeffekt ist es jedem selber überlassen, ob er zu solchen Events geht. Und ich will auch nicht über die Amerikaner herziehen, aber es ist schon dumm, sowas zu machen in meinen Augen. Was ich halt sehr stark vermisse, ist ins Stadion zu gehen. Borussia ist ja momentan wirklich mega nice. So. Also. Ich gucke die Spiele immer mit meinem Bruder. Und das macht trotzdem klar Spaß mit zu Hause zu sitzen, sich die Spiele anzugucken, aber Bundesliga generell in der Kurve zu stehen, da möchte ich einfach wieder hin. Und ich weiß, es kommt irgendwann. Und die Frage ist, wann kommt das? Ich kann es gar nicht mehr, ich kann es kaum erwarten. Und ich habe auch einige Freunde in Amerika, die ich gern wieder besuchen würde. So, ich grüße mal kurz die Leute, die vielleicht gucken. Ich schicke denen auch den Link und sage denen genau die Stelle, wann ich die grüße. Hey Pedro, how you doing? Hey Alex, I hope your knee is getting better soon. What's up Joe? Hope you're slaying in med school. And of course, Nicholas. How you doing, my friend? I hope you're well. Oh, and Blake. Blake, I miss you, my guy. I miss ya. Ich hab zum Glück was wollte ich gerade sagen? Naja, ich habe zum Glück Amerika noch kennengelernt, bevor Corona da war. Falls du das Video von mir noch nicht gesehen hast, auf meinem Kanal gibt es ein Video, das heißt, ich glaube, das Video heißt irgendwas mit Promised Land. Also, ja, das ist ein Video, wo ich in Amerika war und zeige, was ich da so gemacht habe. Ich war in San Francisco, Chicago, Detroit, LA, San Diego. Ach ja, ich habe vergessen. Juan Camacho. How you doing, guy? My guy? Und ich habe auch zum Glück, also ich als Deutscher, habe natürlich die ganzen Filme gesehen, American Pie, die ganze Serie. Generell in Filmen werden ja oft die College-Partys so gezeigt. Und für die Deutschen, die noch nicht da waren, kannst du ja auch deinen Freunden mal erzählen, so, es ist wirklich so, wie es gezeigt wird in Amerika. Kannst als College-Student, es gibt so College-Towns. Und in diesem College Town leben halt nur College-Studenten in normalen Häusern, in Wohnungen oder in Sororities, wo dann halt 20 Leute in einem Riesenhaus wohnen. Aber die Leute, die in den Sororities wohl sind, die arbeiten, die lernen eigentlich nicht. Die machen die ganze Zeit nur Party. Und nachts geht's los. Zum Beispiel, ich war da in der Welcome Week, wo die ganzen neuen Studenten ja, auf den Campus ziehen. Und da gehen richtig kranke Partys ab. Also ich war in einer Nacht, war ich so besoffen, dass ich, und das ist Real Talk, dass ich
nicht mehr wusste, wo ich war und bin einfach in irgendeine Party reingegangen, in irgendein Haus. Hab angefangen mit irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kannte, Bierpong zu spielen und hab dann auch ein nettes Mädel kennengelernt und ja, die Nacht schön verbracht. Und am nächsten Morgen ging es dann auf die Suche zu meinen Jungs. Das war schon eine coole Erfahrung, muss ich sagen. So dieses College-Leben mal wirklich kennenzulernen. Und ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Also ich meine, ich warte auf meinen Studienplatz. Ich mit meinem 3,3 Abi muss natürlich ein bisschen warten für das Psychologiestudium. Aber ja, ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Mit dem amerikanischen College-Leben. Es war wirklich super, super nice, das kennenzulernen. Ich weiß nicht, reicht das für eine Kippe? Ich bin mittlerweile echt zufrieden mit meinen Zigaretten. Die sahen echt lange aus, wie Joints. Also, warum meine Kippen aussahen wie Joints, weiß ich nicht, aber okay. Noch einmal. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin froh, dass wir wieder chillen. Been way too long. Obwohl es nur ein paar Tage waren. Aber ich hab dich echt gern. Und ich liebe deine Gesellschaft, muss ich sagen. Das freut mich doch. Und ja. Generell, mittlerweile finde ich es auch gar nicht mehr schlimm, mich testen zu lassen. Ich habe so viele, ich meine, ich glaube, es geht ja genauso. Allein wenn man in den Baumarkt fahren will, braucht man ja mittlerweile einen negativen Schnelltest. Und ja, die Tests werden angenehmer. Und falls du es noch nicht wusstest, es ist auf jeden Fall viel angenehmer, wenn man den Test durch die Nase geschoben bekommt, so quasi fast bis ins Gehirn,
wenn man den Kopf zur Seite dreht und dann durch die Nase atmet. Das ist einfach, das macht das alles viel angenehmer. Also, man hat natürlich so das Gefühl, okay, ich bekomme gerade so ein Stäbchen in die Nase geschoben. Da sollte ich vielleicht nicht durch die Nase atmen, aber es ist genau das Gegenteil. Einfach durch die Nase atmen. Das macht das alles viel einfacher. Was gibt es Besseres? Schön chillen, eine Kippe, ein Bier. Einfach nice. Auch diese Geräusche der Vögel, dieser Vogelgesang, ist mega entspannt. Ich muss auch sagen, durch die Serie, die ich jetzt schon zum zweiten Mal gucke, weil sie einfach so Hammer ist. Keine Sorge, ich spoiler dich nicht. Aber die Serie Peaky Blinders, falls du sie noch nicht gesehen hast, guck sie dir bitte an. Und falls du kein Englisch verstehst, falls du nicht so gut in Englisch bist, dann guck die Serie bitte mit Untertitel, mit deutschem Untertitel. Aber die Serie muss man auf Englisch gucken. Die Stimmen der Schauspieler sind einfach anders. Einfach wirklich anders. Und die rauchen da auch wirklich. Ich glaube, in jeder Szene ist eine Zigarette an. Genauso wie in der Serie Sons of Anarchy. Aber Peaky Blinders, mega nice. Musst du dir wirklich angucken. Ich wollte eigentlich mal den Ghost lernen. Also der Ghost ist ja, wenn man zieht an der Zigarette oder an anderen Glimmstängeln und dann den Rauch dann quasi wieder einatmet, also zuerst rauslässt und dann einatmet, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Und ich kenne auch Menschen, die es gar nicht mehr anders können. Die ziehen dann an der Zigarette oder an einem anderen Glimmstängel und müssen dann diesen Ghost machen. Also, das ist natürlich alles Gewohnheit, ne? Wir sind alles, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und das, woran wir uns gewöhnen, das ist schwer wieder rauszubekommen. Das ist wirklich ein gutes Tempo, was wir hier beide durchziehen.
Aber was gibt's überhaupt anderes zu machen momentan, während Covid? Ich würde gern mal wieder in den Kletterwald fahren oder schwimmen gehen oder... Ich meine, ich glaube Tierparks, ein Tierpark ist glaube ich noch offen, ich bin mir nicht sicher, habe ich letztens gehört. Aber das normale Leben soll mal wieder weitergehen. Hast du Lust auf ein paar Hand Sounds? So. Ich habe mir vor, ich glaube, fast einer Woche die App Sleepiest runtergeladen. Und diese App hat halt so Bedtime Stories. Also die ist auch auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es auch auf Deutsch gibt. Aber diese Gute-Nacht-Geschichten. Ich habe mir gestern Abend so eine Gute-Nacht-Geschichte angehört von... Also anscheinend war da ein Postbote, der die Hilfe von Sherlock Holmes brauchte, um eine Frau zu finden. Eine Frau zu finden, die er ja gesehen hat und auf jeden Fall wiedersehen möchte. Und ich fand das so entspannt. Ich war wirklich nach vielleicht 10 Minuten war ich weg. Vor allem, ich als Deutscher, klar, ich spreche jetzt durch auch meine Kontakte in Amerika sehr gutes Englisch. Ich meine, sagen wir mal gutes Englisch. Ich möchte mir ja nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, aber es ist ja klar, dass ich trotzdem noch auf Deutsch denke. So, als ich in Amerika war, habe ich wirklich auf Englisch gedacht und auf Englisch geträumt. Manchmal passiert das auch noch. Aber sich anzustrengen und dann zuzuhören auf Englisch, wenn man, was heißt anzustrengen? Für mich ist es nicht mehr anstrengend, aber wenn ich dann in dem Modus bin, dass ich einschlafen möchte, ist es schon was anderes. Und dann so eine Geschichte zu hören. Guck mal. Wenn ich mir dann so eine Geschichte auf Englisch anhöre. Das ist, glaube ich, das Gleiche wie mit dem Lesen. Wenn du liest, wirst du ja auch sehr schnell müde, weil es ja irgendwann anstrengend wird zu denken und das alles aufzufassen. Und ich schlafe echt viel besser ein, wenn ich mich auf jemanden im Englisch konzentrieren muss, weil irgendwann hört mein Kopf auf zu denken und ich höre nur noch zu und dann bin ich weg. Und diese App hatte einfach auch schon so coole Sachen wie so ein fliegender Teppich, so eine Geschichte mit Aladdin und ja. Aber meine Testversion läuft auch in 2 Tagen aus. Und ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. Ich glaube, das waren 16 Euro im Monat. Oder halt 50 Euro im Jahr. Das auszugeben. Aber es hilft mir halt wirklich beim Einschlafen. Aber im Endeffekt kann ich mir ja auch ASMR-Videos einfach umsonst auf YouTube angucken. Aber es ist irgendwie nicht das Gleiche. Verstehst du?
Eigentlich möchte ich mir das Abo holen. Aber es gibt auch eine App, die heißt, glaube ich, Calm, also C-A-L-M, also ruhig auf Englisch. Und da gibt es auch viele so Stars, die da so ihre Einschlafgeschichten erzählen. Oder so Guided Meditation machen. Und weil wir ja eben schon von Peaky Blinders gesprochen haben, da ist auch Cillian Murphy, also der Schauspieler von Tommy Shelby, hat er auch so ein Part und den möchte ich mir so gern anhören. Aber Calm hat, glaube ich, keine Testversion. Ich weiß nicht. Vielleicht kaufe ich mir das ja mal. I don't know. Den ganzen Tag war es so sonnig und jetzt kommen die ganzen Wolken und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass es gleich anfängt zu regnen. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich wage es zu bezweifeln. Wie stehst du eigentlich zu dem, was ist deine Lieblingsjahreszeit, beziehungsweise in welchem Klima fühlst du dich am wohlsten? Okay. Also ich persönlich fühle mich am wohlsten, wenn es so wie jetzt ist, so gefühlt 12 Grad, eine Jacke an, T-Shirt, vielleicht auch ohne Jacke und einfach nur ein Hoodie und einfach chillen, weißt du? Finde ich einfach geil. Weil ich bin ein sehr empfindlicher Mensch. Egal worum es geht. Wenn ich schlafen möchte, muss alles leise sein. Und dunkel. Wenn es draußen zu warm ist, dann fängt meine Kopfhaut an zu jucken. Ich fühle mich einfach unwohl. Aber im Endeffekt kann ich ja eh nichts daran ändern. Ich komme dann damit klar. Aber nicht so gerne. Weißt du? Einfach. Vor allem das Schlimmste finde ich, ist, wenn man so frische Luft haben möchte, kühle Luft und im Zimmer ist es schon super warm und dann geht man raus oder auf den Balkon und es kommt einem noch wärmere Luft entgegen. Das ist gar nicht, da will ich einfach nur sterben. Ja, jetzt nicht sterben, ne, aber du weißt, wie ich meine. Einfach, es ist einfach super unangenehm. Dieser Abend ist super entspannt und ich freue mich wirklich, ich wiederhole mich zwar, aber ich freue mich, dass du da bist. Es ist auch, ich finde, etwas anderes, den Abend ausklingen zu lassen alleine oder halt mit einem super guten Freund, so wie du es bist.
um nochmal auf die Corona-Thematik zurückzukommen. Am meisten tut es mir leid für die kleinen Kinder, die jetzt so 4, 5, vielleicht auch schon 3, also so alt sind in diesem Alter. Die können sich ja kaum noch wirklich treffen, so Playdates. Ich weiß gar nicht, ob die möglich sind. Ich glaube, in der Entwicklung ist das schon etwas sehr anderes, wenn man so groß wurde wie wir. In einer Zeit, wo Körperkontakt und nah beieinander sein gar kein Thema war. Aber man kann sich ändern. Ich glaube, es ist immer noch besser als ein Krieg, weil im Krieg groß zu werden, naja, noch schlimmer, oder? Das hier ist ein Bier, was mich sehr verwundert hat, dass es das sogar bei Aldi gibt. Denn das ist ein, ein Craft-Bier. Und Craft-Bier hat so einen eigenen Geschmack. Aber ich sehe gerade, ich habe mir das Falsche geholt. Es ist immer noch ein Craft Beer, aber es ist das Golden Ale Craft Beer. Es gibt mehrere Sorten bei Aldi. Es heißt Reeperbahn. Maritime Classics, Reeperbahn, in love with German beer. Was war das denn gerade? Sorry. Hier steht, moin ihr Landratten, sündiges Craftbier gefällig, bunt und weltoffen, bringen dich unsere Reeperbahn Girls auf neuen Kurs. Here comes the fun. Unser goldiges Ale ist erfrischend wie eine Meeresbrise, leicht, bekömmlich und obergierig gebraut. Unaufdringlicher Geschmack und fruchtigem Aroma. Eine kühle, blonde Versuchung. Prost, auf ein drittes Mal. Sehr nice, sehr lecker und auch sehr günstig. Ich habe zu viel Tabak in der Mitte. Aber egal.
So. Hier haben wir. Hier haben wir eine Jointkippe, wie man sieht. Es wurde gerade wirklich kurz sehr heiß. Langsam wird es auch Zeit, ins Bett zu gehen. Ja, mittlerweile schon relativ spät. Ich mag halt auch die Winterzeit, wenn es früh dunkel wird, spät hell. Super, ist genau mein Ding. Ich bin einfach ein Winterkind. Ich meine, ich bin geboren am 5. Februar. Da ist auch immer noch Winterzeit, wenn ich mich nicht täusche. Aber wenn wir jetzt Winterzeit hätten, wäre es schon längst dunkel. Da könnten wir gar nicht mehr hier sitzen. Deswegen hat irgendwie alles so seine Vor- und Nachteile. Aber ich mag auch irgendwie die Dunkelheit. Weil wenn es schon so um 18 Uhr, 17.30 Uhr dunkel wird, dann finde ich, hat der ganze Abend einen ganz anderen Vibe. Man fühlt sich... Also ich würde es einfach als kuschelig bezeichnen. Wenn es früh dunkel wird, dann fühle ich mich einfach sehr wohl in meinen eigenen vier Wänden. Es ist echt verrückt. Ich kann einfach, wenn ich kohlensäurehaltige Getränke trinke, muss ich einfach rülpsen. Ne? Ist halt einfach so. Kann ich nichts dran tun. Mein Bruder hat das gleiche Problem. Es soll ja Menschen geben, die auch wenn... wenn sie alkoholische Getränke trinken, und nicht alkoholisch, sondern kohlensäurehaltige Getränke trinken, dass sie dann gar nicht aufstoßen müssen, dass der Körper das irgendwie verarbeitet. Aber ich muss immer aufstoßen. Aber so ist das halt, ne? So schlimm ist es jetzt auch nicht. Soll ich dich gleich noch nach Hause fahren? War Spaß. Natürlich kann ich nicht mehr fahren. Ich habe ja auch schon getrunken. Aber du kannst natürlich auch gern bei mir pennen. Das ist gar kein Problem. Du bist ein sehr willkommener Schlafgast. Ja, machen wir das so. Das freut mich. Dann gucken wir uns gleich noch einen schönen Film an.
Du darfst natürlich keine Instagram-Story machen oder so. Weil es ist ja eigentlich verboten. Das Leben ist schon schön. Ich muss sagen, ich mag den normalen Lucky Strike Tabak auch sehr. Schmeckt sehr würzig und kratzt nicht. Es ist sehr angenehm. Ich hab in meinem Aschenbecher ein bisschen Wasser. Und da, wo ich die Zigaretten immer reinwerfe, da ist jetzt so ein, da sind immer so gelbe Punkte, gelbe Flächen schon sogar. Und das finde ich einfach mega interessant. Ich meine, der Filter wird ja auch immer so gelblich. Aber dieses Geräusch, wenn man abascht oder die Kippe wegtut im Wasser, das ist natürlich auch ein sehr nices Geräusch. Tut mir leid, ich muss halt einfach aufstoßen, das hilft nichts. Was raus muss, muss raus. Ich würde sagen, nach dieser Kippe gehen wir rein, okay? Okay. Aber so ein Zufall. Du bist kurz hier vorbeigekommen, nach dem Feierabend, hast nichts zu tun. Und jetzt verbringen wir einen schönen Abend zusammen. Das freut mich sehr. Tue ich jetzt weg. Und das trinke ich jetzt noch kurz aus. So. Wollen wir reingehen? Okay, super. Dann schiebe ich das mal kurz weg. Und würde ich sagen, let's go.